Herr Barenschi. Mit Doppel-R und Doppel-E. Moin, liebe Schüler, hier ist euer Herr Barenschi und wir wollen heute einen ganz besonderen Rhythmus üben auf unserer Alltagsgegenstandstrommel. Zum Beispiel einen Mülleimer, den habe ich vorher leer gemacht, oder vielleicht auch einen Kochtopf. Ich kann euch auch gleich nochmal dann zeigen, wie das auf dem Kochtopf klingen würde. Ihr könnt aber auch bestimmt einen Karton nehmen, wenn der groß genug ist, oder vielleicht einen umgedrehten Blumentopf, wenn der groß genug ist, aber der ist bestimmt ein bisschen zu schwer. Wir nehmen heute hier unseren Mülleimer, den können wir auch sehr gut zwischen die Oberschenkel klemmen, wie man das bei einer Conga im Sitzen meistens auch tun würde. Okay, also. Wir wollen mal schauen, was wir heute spielen. Wir spielen den sogenannten Tumbao-Rhythmus. Und dazu brauchen wir ein paar verschiedene Sounds. Ich spiele mal einmal vor, wie das insgesamt klingen wird am Ende. Ich spiele jetzt mal anstatt am Rand hier ein bisschen an der Seite, weil die am Mülleimer die Kante nicht so schön hier irgendwie klingt. Ist ein bisschen schwierig, dass das gut klingt. Deswegen spielen wir einmal hier. Da klingt der Sound noch ein bisschen prägnanter und ein bisschen vor allen Dingen anders als unser Schlag in der Mitte und gibt dem ein bisschen mehr, ja, was Besonderes dem Rhythmus. Okay, wie geht der Rhythmus in langsam und was gehört jetzt dazu? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Zum einen mal brauchen wir eigentlich unsere Hand. Die spielt so eine Art Welle. Wir schlagen einmal quasi mit der Fläche, mit der flachen Hand auf unsere Mitte. Und dann benutzen wir oben die Fingerkuppen, die oberen Finger einfach nur. Also. Und das haben wir dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist sogar eigentlich nur ein leichtes Tippen. Ja. Das muss nicht so super laut sein. Die anderen Schläge sind sehr prägnant für unseren Rhythmus, den wir hier heute üben wollen. Okay, also. Und dann kommt eigentlich nur noch unser Schlag an der Seite dazu, den wir heute spielen. Bei einer normalen Trommel würde man den eher oben am Rand spielen, bei der Conga wahrscheinlich. Aber ich spiele heute mal an der Seite. Das klingt hier ein bisschen höher und unterscheidet unseren Sound nochmal ein bisschen mehr von dem anderen. Okay. Wir machen das mal in langsam und gucken nochmal, wann schlägt eigentlich unsere Hand an der Seite. Und zwar macht sie das bei 3 und einmal bei 3 und 4, wenn wir mitzählen. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn wir das jetzt langsam zusammenspielen, wirklich ganz langsam erstmal zum Reinkommen, dann klingt das ungefähr so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und für die, die jetzt sagen, oh, das ist mir immer noch viel zu schnell, machen wir es noch einmal noch langsamer.
um besser reinzukommen. Und danach ruhig nochmal ein bisschen schneller für die ganz flotten. Achtung, nochmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und für alle, die sagen, oh, das ist mir zu langsam, ich kann das schon ein bisschen schneller, probiert es auch gerne mal in eurem Tempo. Ich spiele es noch einmal ein bisschen flotter und nehme diesmal den Kochtopf, damit wir nochmal hören, wie das da klingt. Okay. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Der Kochtopf ist so ein bisschen verrutscht beim Spielen. Das kann natürlich mal passieren. Okay. Und wenn ich das ganz flott spielen kann, dann könnte das vielleicht so klingen. Okay, probiert es gerne mal aus, übt in eurem Tempo und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne einen eigenen Rhythmus auch mal probieren zu entwerfen und den vielleicht sogar mit diesem Rhythmus hier zu kombinieren. Dazu könntet ihr beispielsweise diesen Rhythmus, den wir gerade geübt haben, spielen, einen Moment, dann euren eigenen Rhythmus spielen und dann zum Abschluss nochmal den Rhythmus, den wir hier gerade geübt haben, probieren. Also, viel Spaß beim Üben. Probiert's mal aus. Euer Baronche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.